Geschätzte Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, liebe Gäste, an den Sohn, ihr seid draußen schon essen gewesen, habe ich zuerst gesehen, also sehr schön. Liebe Anne-Sophie, die ist jetzt schon weg, an die Grünen dann allgemein. In eurem Antrag steht, weltweit führen uns Extremlagen, Dürren, Hitzetote, Artensterben, steigende Meeresspiegel, Nahrungsmittelengpässe und neue Fluchtbewegungen auf eindringliche Weise vor Augen, welche dramatischen Handlungsdruck wir beim Klimaschutz haben. Naja, ihr malt da ein apokalyptisches Bild, mit dem der überwiegende Anteil der Bevölkerung nicht mitgeht. Nämlich nachweislich, wenn man draußen auf der Straße mitgeht. Das sind nämlich diejenigen, die das zu zahlen haben. Das sind diejenigen, die weniger im Börserl haben durch so eine Politik und durch so ein apokalyptisches dargestelltes Bild, wie es ihr meint. Und dahinter steckt Panikmache und Ideologie und keine Wissenschaft. Und dass keine Wissenschaft dahinter steckt, darauf werde ich eingehen, weil mit der Wissenschaft nehmt es hier in dem Thema ohnehin nicht so ernst. Zum Thema Dürre, da darf ich was zitieren. Dr. Andreas Marx ist der Leiter des Dürremonitors am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Wie schreibt ja, Dürre ist ja weltweit ein Wahnsinn. Ich zitiere. Die Klimasimulationen, die übrigens auch beim IPCC immer wieder diejenigen sind, die irgendwelche Katastrophen malen und wo es nur um Simulationen und nicht um echte Wissenschaft geht, nämlich die, was hier passiert und auf die Einwirkung hat auf uns. Ja, pass auf. Die Klimasimulationen, die für Deutschland vorliegen, zeigen auch unter unterschiedlichen Klimagasentwicklungen vor dem Erreichen des 1,5 Grad Klimaziels bis hin zu einer Erwärmung Deutschlands um mehr als 3 Grad eindeutig, dass mit zunehmender Erwärmung der Jahresniederschlag in Deutschland leicht steigt, vor allem der Winterniederschlag steigt und im Winter ist die Grundwasserneubildung am höchsten. Es ist daher überhaupt nicht davon auszugehen, dass die Dürre ein Dauerzustand wird und dass Deutschland in Zukunft gravierende Trockenheitsprobleme zu erwarten hätte. Aber wahrscheinlich wird es jetzt auch wieder so sein, weil es ein Wissenschaftler ist, der halt nicht eurer Ideologie entspricht, dass das halt irgendein Schwurbler ist. Und das finde ich bedauerlich. Warum? Weil bei der Klimadebatte das Gleiche passiert ist wie bei Corona, dass man nämlich Wissenschaft verneint. Nämlich Wissenschaft, die anderer Meinung ist. Und das ist halt Wissenschaft, die sie auszeichnet. Nämlich These, Antithese und Synthese. Zu den Hitzetoten, die ihr in eurem apokalyptischen Andruck mit einbringt. Nur in den seltensten Fällen diagnostizieren Ärzte Hitzetote, weil das immer was mit Vorerkrankungen zu tun hat, wie bei Corona. Wir erinnern uns zurück, bei Corona sind nämlich die Leute nicht an im überwiegenden Anteil, sondern mit Corona verstorben. Bei Unfällen, die dann positiv getestet wurden, sind die dann verstorben. Und das gleiche Thema haben wir hier bei den Hitzetoten. Zum Thema Meeresspiegel steht ja auch in eurem Antrag. Lest euch die Studie durch, ich zitiere, Evolutionary Dynamic of Ireland Shoreline in the Context of Climate Change, Insights from Extensive Experience Evidence. Also, zusammengefasst heißt das nichts anderes wie in der Studie, die Küstenlinien von 13.000 Inseln auf der ganzen Welt wurden seit 1990 beobachtet. In Summe gewannen die Inseln 402 Quadratkilometer an Land. Nur 6% der Inseln verloren Land und dabei war nicht der Meeresspiegelanstieg die Ursache. Das ist Wissenschaft. Die schafft nämlich Wissen und keine Ideologie. Weil wir gerade beim Meer sind. Eine Polarstern-Expedition des Alfred-Wegeners-Instituts kommt zu der verblüffenden Erkenntnis, ist gut für die Grünen, gut zuhören, dass das Eis in Grönland nicht überall schmilzt. Im Nordosten ist die Eisdecke recht stabil. Anzeichen für ein starkes Abschmelzen gibt es dort nicht. Noch verblüffender, am Südpol nimmt das Eis in manchen Regionen sogar zu. Laut Polarsternforschung ist das völlig offen, ob es in der Antarktis heute weniger Eis gibt als früher oder ob sich dort insgesamt sogar mehr Eis gebildet hat. Warum werden solche Fakten einfach wegdiskutiert? Das sind nämlich wissenschaftliche Erkenntnisse. Und das ist nicht zum Lachen, Frau Kollegin. Das sind nämlich wissenschaftliche Erkenntnisse und die leugnet ihr offensichtlich, weil es um Ideologie und nicht um Wissenschaft geht. Und das finde ich auch total bedauerlich, warum Klimagläubige, das ist ja okay, und klimaskeptische Wissenschaftler nicht in einem öffentlichen Diskurs sind.
warum Gleichschaltung auf der ganzen Welt ist, obwohl es doch andere Erkenntnisse auch gab. Und andere Erkenntnisse, ich habe bei meiner letzten Rede doch auch schon darauf hingewiesen, die RKI-Protokolle, dass nämlich wissenschaftlich die Masken für A und Friedrich war, aber im öffentlichen Diskurs ist das debattiert worden, dass die dass Corona nicht die todesbringende Krankheit war, ist wissenschaftlich klar gewesen, aber öffentlich wurde das anders dargestellt. Und was auch total spannend ist, es gibt ja die Klimagate-Enthüllungen, bevor ich zum Schluss komme. Die Klimagate-Enthüllungen sind ja total spannend, da darf ich einen Satz zitieren, nämlich 2009 hat Ben Center, ein leitender Autor des IPCC, vor laufender Kamera zugegeben, dass er 1995 jene Teile aus dem Kapitel 8 des Berichts gelöscht habe. Die Redezeit ist zu Ende. Komm sofort zum Ende. Gelöscht habe, die ausdrücklich einem von Menschen verursachten Klimawandel verneint hätte. Liebe Leute, es reicht endlich, die Menschen zu gängeln mit dem Klimawahn und wieder auf Umweltpolitik zu setzen und nicht auf Klimahysterie. Danke.